Herzlich willkommen zurück. In diesem Video schauen wir uns den Arcus Cosinus genauer an. Arcus Cosinus? Hat das irgendwas mit dem Cosinus zu tun? Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich daran erinnerst, wie der Cosinus definiert ist. Also erinnere dich daran, dass der Cosinus genau die x-Koordinate von Punkt P war. Außerdem wird dieses Video ein bisschen kürzer, weil es schon auf das Vorwissen vom letzten Mal zurückgreift. Es ist daher wichtig, dass du dir den Arcosinus, dass du es gut verstanden hast aus dem letzten Video. Nach diesem Video wirst du erklären können, warum der Cosinus nur Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen kann. Außerdem wirst du die Definition vom Arcus Cosinus kennenlernen. Schauen wir uns gleich das Kasserl auf dem Blatt an. So schaut das aus und wie du siehst, es schaut eigentlich ziemlich ähnlich aus wie das letzte Blatt zum Arcus Sinus. Das ist auch kein Zufall, weil der Arcus Sinus und der Arcus Cosinus sind ziemlich nah verwandt. Ich bitte dich daher, dass du einfach dieses Arbeitsblatt, oder nicht das ganze Blatt, aber dieses Kasterl, komplett durcharbeitest. Du kannst gerne, wenn du nochmal nachschauen möchtest, wie es mit dem Cosinus genau war, dir die Kasterl weiter oben am Arbeitsblatt anschauen. Beziehungsweise mit der Umkehrfunktion kannst du dir das Kasterl zum Arcus Sinus, beziehungsweise das Video, was ich dazu schon gemacht habe, nochmal anschauen. Ich gebe dir wieder 30 Minuten Zeit, damit du passieren kannst. Du kannst dir gerne natürlich mehr Zeit nehmen. So, in welchem Intervall können jetzt die Werte vom Cosinus liegen? Das ist das erste Kasterl hier. Ja? Naja, minimal wird der Cosinus, wenn der Punkt P da am Einheitskreis runterwandert. Dann ist er genau hier bei minus 1. Weiter nach links kann ja der Punkt P nicht wandern, weil dann der Kreis geht ja da nicht rüber. Das heißt, minus 1 ist genau das Minimum. Und es wird erreicht. Deswegen mache ich diese Klammer so. Und beim Maximum schaut es genau andersrum aus. Also der Cosinus ist wieder die x-Koordinate von Punkt P. Und der Punkt P, der kann ja nicht weiter rechts liegen als bei 1. Weil der Kreis geht ja nicht so weit rüber und der Punkt P muss ja am Kreis liegen. Das heißt, 1 ist das Maximum. Und tatsächlich werden alle Werte dazwischen auch getroffen. Ja, also egal wo ich bin, zwischen minus 1 und 1, irgendwo kann ja der Punkt P immer liegen. Haben verschiedene Winkel den gleichen Cosinuswert? Die Antwort lautet, ja. Abgesehen davon, dass ich zu jedem Winkel einfach 360 Grad dazu rechnen kann und ich wieder genau am selben Punkt lande und damit genau denselben Cosinus wieder habe, kann ich ja zum Beispiel hier, weiß nicht, wenn ich diese Strecke darunter verlängere, und mit diesem Punkt hier unten anschaue, ich nenne mal P', dann hätte ja dieser Winkel genau denselben Cosinus wie der Winkel Alpha. Das haben wir weiter oben am Arbeitsblatt auch schon mal gezeigt. Schau das nochmal an. So, wenn man jetzt mit dem Taschenrechner diese Sachen eingibt, die hier stehen, also Arcus Cosinus von 1, von 0 und von minus 1, dann kommt für 1 heraus 0 Grad. Warum ist das so? Naja, der Cosinus von 0 Grad, dann liegt ja der Punkt P genau hier. Und der Cosinus ist ja genau diese x-Koordinate. Das heißt, in dem Fall bei 0 Grad genau 1. Was passiert, wenn ich den Arcus Cosinus von 0 ausrechne? Dann spuckt mir der Taschenrechner 90 Grad aus. Naja, bei 90 Grad ist der Punkt P hier heroben. Das heißt, die x-Koordinate ist genau 0. Und was passiert, wenn ich minus 1 eintippe und das mit dem Taschenrechner ausrechne? Dann kommt mir 180 Grad heraus. Bei 180 Grad ist ja der Punkt P genau hier auf der x-Achse wieder. Und die x-Koordinate ist dann minus 1. Achtung, pass auf, dass dein Taschenrechner hier wirklich auf Degree gestellt war. Wenn er auf Radiant gestellt ist, dann kommen dir da ganz andere Werte raus. So, fassen wir nochmal zusammen. Die Umkehrfunktion Arcus Cosinus ordnet jeder Zahl im Intervall minus 1 und plus 1
Genau einen Winkel im Intervall. 0 Grad. Und 180 Grad zu. Also der Kosinus nimmt einen Winkel und bildet ihn in das Intervall minus 1 und 1 ab. Und der Arcus Kosinus geht wieder zurück. Also er nimmt eine Zahl zwischen minus 1 und plus 1 und bildet sie auf diesen, auf einen Winkel in diesem Bereich. Also was hier so fett gedruckt ist, ab. Im nächsten Video schauen wir uns die ganze Sache für den Arcus Tangens an. Viel Spaß! Ciao.